Guten Tag, liebe Sportskameraden, euer Göcke mal wieder am Start. Hier ist der Philipp mal wieder auf meiner Couch. Guten Tag. Moinsen. Ja, bisschen schneeweiß, würde ich mal sagen. Ja, es ist keine unfassbar. Sonne gefüttert, oder? Ich habe keine Sommer abbekommen. Ich habe probiert, Karotten zu essen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Dann muss jetzt mal wieder hier Assi-Toaster geben. Na, schön Münz-Mallorca, dachte ich. Ja, muss mal Münz-Mallorca. Ja, wie gesagt, wieder hier back im schönen Berlin. Ja, glücklicherweise ist sogar noch ein bisschen Sonne am Start. Noch nicht so übelst kalt. Wäre krass, wenn du von 30 Grad auf 10 wieder runterschraubst. Dann kriegst du Gänsehaut. Ja. Gut, jetzt erzähl mal, wie es war. Frag mich doch, was hast du. Ich möchte gerne von dir wissen, wie es war. Man sieht natürlich erstmal die Bräune. Ist da, ja, ja? Das Assi-Programm sitzt. So, aber man muss ganz ehrlich sagen, von dem ganzen Tag, ich war vielleicht eine Stunde höchstens Freizeit, denn ich habe viel produziert. Ich glaube, in 6 Tagen sind 15 Videos entstanden, also mehr als tatsächlich hier zu Hause, am normalen Arbeitstag sozusagen. Dementsprechend hatte ich auch einen sehr, sehr gefühlten Zeitplan, habe viel Cardio gemacht, ein bisschen abgenommen. Also ich musste ja immer jeden Tag... Ja, bestimmt 2-3 Kilo habe ich abgenommen in der Woche. Gab es da keinen Reis oder was? Doch, gab es auch, aber wenn du halt jeden Tag 3-4 Sportarten machen musst und 4 Stunden dann machst, kam aber auch ganz gut, weil man gemerkt hat, so die ersten Tage habe ich mich noch richtig fett gefühlt. Man merkt auch wirklich, ne, dass man irgendwann unsportlich wird, wenn da zu viel Masse drauf ist. Genau, weil du siehst dann halt diese ganzen durchtrainierten Profisportler, die sind ja eher ein bisschen Spargeltatzen, aber Sixpack. Der Sport hat entsprechend gebaut, aber da habe ich dann mein Bäuchchen. Ich habe das Bild gesehen von dieser Radrennfahrerin. Ne? Radrennfahrerin, ne? Ja, die Christina Vogel. Die hatte echt richtig Umfang, du, und ne? Richtig Power, ne? Ja. Aber muss man überlegen. Ne? Aber 160 Kilo Kniebeugen oder so. 160 Kilo, und ich bin auch mit dem Rad gefahren, das habt ihr ja auch gesehen. Das ist wie so ein Spinningbike, das ist ja keine Bremse, und die brettern da über die Straße mit Vollspeed. Hat es keine Bremse? Ne, gar nicht, das ist wie so ein Spinningbike, das dreht sich mit, auch in der Kurve, musst du trampen. Und ich dachte, das fliegt da gleich runter. So ein Zentrifugal. Ja, war nicht einfach. Und wenn dann die ägyptischen kleinen Busse da kommen und du keine Bremse hast, dann aber gute Nacht, wenn du ein bisschen Pech hast. Ne? Habe ich schon bewundert. Die haben aber hoffentlich eine Bremse. Das weiß ich nicht. Das weiß man nicht so. Ich war auch mal in Ägypten. Also das kann man nicht genau sagen, ob die da eine Bremse haben. Ja, wie gesagt, bin wir hier. Hat Spaß gemacht, wie gesagt, die ganzen Interviews und so über die Sportler, die viele von euch wahrscheinlich nicht kennen, aber genau aus dem Grund habe ich das gemacht, dass diese Randsportarten, die aber trotzdem olympisch sind und eigentlich für die Sportler an sich auch ein Hauptberuf sind, die machen ja 2-mal am Tag Training, die trainieren 4-5 Stunden am Tag, jeder in seiner Sportart. Aber machen die das so, nur so saisonal oder? Nee, die machen das ganze Jahr über, die haben vielleicht 1-2 Wochen im Jahr frei und müssen nebenbei zum Beispiel noch studieren. Oder ich wollte gerade sagen, weil das kann ja nicht so eine Haupteinnahmequelle sein, wenn du irgendwie so, was weiß ich, Bundesliga-Ringer bist. Oder nee, die müssen alle noch nebenbei, ne? Die meisten sind halt beim Zoll oder bei der Bundeswehr, ne? Ja, aber gut, ich möchte jetzt nichts über die Bundeswehr sagen. Ja, aber die sind halt dann da, weil die darüber dann sozusagen eine Absicherung haben, richtig, auch beruflich. Richtig, ne? Ist ganz klar, ob sie da studieren oder sonst was. Ja. Und dementsprechend habe ich halt diese Interviews gemacht. Wahrscheinlich werdet ihr mit vielen Sportlern nicht so viel anfangen können, aber ich denke, die Inhalte sind sehr, sehr interessant. Da kommen noch ein paar die nächsten Tage. Und genau deswegen, wie gesagt, sind sie dabei, damit die auch mal eine Öffentlichkeit haben. Ne? Fernsehen, da läuft ein Fußball, da fließen halt die Gelder, aber sobald es um Wasserspringen geht oder Rodeln oder sonst was, dann sind die echt mal ganz froh, wenn jemand überhaupt weiß, wer sie sind und dass vielleicht der eine oder andere Sponsor da mal bei rausspringt. So viel das dazu. Ist auch echt komisch, ne? Die wollten ja sogar Ring aus Olympia rausnehmen. Ja, waren kurz davor zu starten. Also ich muss echt sagen, eine ganz alte Sportart. Die erste olympische, die ist da. Ja, tut die Hüfte immer noch weh, aber das Video kommt auch noch, wo ich mich schon auf die Fresse mache, ne? So, ja, so viel zu Ägypten. Die Woche ist vorbei. Wie gesagt, ein paar Inhalte davon werden euch die Tage noch quälen, aber auch interessanter auf jeden Fall. Deswegen macht da auch mal einen Daumen hoch. Auch die Sportler haben es verdient, da ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht nur pumpen so den ganzen Tag und nicht nur scheppern, auch mal ein bisschen hochwertiger Inhalt, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz wird es jetzt wieder gescheppert die nächste Zeit. Jetzt wird wieder gescheppert. Es wird wieder asozial gepumpt. Es wird gepumpt, der Stringer wird angezogen. Genau. Es wird gepost. In alter Manier. Gepost. So sieht's die nämlich Adern aus. Die Adern werden rauskommen. Die Adern werden rausgeholt. Pumper-Paule, ne? Und Bizeps-Bernhard richtig. Ist wieder hier. Und wir müssen verkünden, nächste Woche geht's wahrscheinlich nach Hamburg. Da treffen wir... Das habe ich so gehört, ja. Zwei hab Kollegen, die schon mal hier auch zu Besuch waren. Straße zum Glorreichen heißt das, ne? Und, kann man so übersetzen. Kann man so übersetzen. Road to Glory. For Beginners. Genau, Road to Glory sind wir dabei und da haben wir uns ja revanchieren wollen jetzt. Die waren ja hier, deswegen fahren wir jetzt mal rüber, mieten wir uns einen Wagen oder setzen wir uns ein Smart. Oder kaufen wir uns ein Ferrari. Das mit Rollern fahren.
Mit dem Roller wäre ich auch Was schick. Haltet ihr davon, wenn wir beide mit Roller fahren? Mit dem Roller nach Hamburg und dann 300 Kilometer. Schöner Vlog dabei. So sieht es natürlich aus. Ganz entspannt. Machen wir hinten noch so ein Fähnchen drauf, ne? Na, so ein Fuchs. So, genau, so schön Radio noch, ne? Hören wir dann? Wolle Petri am besten, schön, ne? Wolle Petri und die Amigos, würde ich auch sagen. Ja, wollte sagen, ja. So viel dazu, wir reden ja auch über Helene Fischer möchte ich noch gerne. Quatsch, ja, Helene, die ist auch süß, ne? Nee, jetzt mal Butter bei die Fische, meine lieben Freunde. Road to Glory. Genau. Ja, genau. Also Road to Glory hatten wir jetzt klar gemacht, werden wir wahrscheinlich dann nächste Woche machen, aber die Frage ist jetzt folgende, wir sind natürlich wieder vereint. Ja. Ganz toll, ne? Und jetzt ist die Frage... Sag, was wolltest du denn? Ja, Was wollt ihr? Vielleicht was wollt ihr? Bezüglich auf Hamburg fragen, was kann man in Hamburg noch machen? Was wollt ihr in Hamburg und was wollt ihr hier? Was wollt ihr von uns beiden sozusagen sehen? Wollt ihr Trainingsvideos, wollt ihr Tutorials, wollt ihr, dass wir Restaurant-Vlogs machen? Oder habt ihr irgendwelche ganz anderen Ideen? Wir können natürlich auch mal irgendeinen Quatsch oder Spaß machen, da sind wir beide. Das machen wir auch hin und wieder, aber vielleicht mal ein bisschen mehr Quatsch, je nachdem. Gerne auch mehr Quatsch. Kann man machen. Und ansonsten, kennst du das, wenn du denkst, du musst rülpsen, aber kommt nicht? Nee. Doch, aber sag's jetzt nicht. Ist ja peinlich. Ja, ich rülps doch einfach, ne? Ja, aber nicht vor der Kamera. Bisschen animalisch kann man ja auch mal auftreten, finde ich. Ja, Tag der Deutschen Einheit. Werden wir heute noch einen reinscheppern? Wen? Was? Reinscheppern? Nee, wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich muss heute noch auf die andere Seite der Stadt mal kurz fahren, ja. Das heißt, du fährst in den Osten rüber. Heute noch. Zur Feier des Tages. Ja, das ist recht. Ja, gut, was wollten wir noch eigentlich hier sagen in dem Video? Im Endeffekt einfach, dass Görki doch nicht von mir eingefressen wurde. Ja, knalle braun ist. Und dass jetzt mal wieder was richtig Krasses kommt hier. Und ja, in dem Sinne würde ich mal sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss.